nach 1932. Das 1:0 durch Gerd Müller. Verzweifelte Bemühungen des Tabellenletzten, aber gegen diese entfesselt aufspielenden Bayern hatten sie nicht den Hauch einer Chance. Beckenbauer führte meisterlich Regie, Kowski abgelöst hatte. Nach der Pause Müller 3:0. Mit insgesamt 30 Treffern wurde der Bomber der Nation Torschützenkönig, trotz einer 8-Wochen-Sperre wegen Tätigkeit in Hannover. Auch das 4:0 ging auf Müllers Konto.